Hallo Leute, und ich melde mich heute aus dem Spiegelsumpf hier in New Hillquest wieder. Wir haben ja das eine Mal hier die Regenwürmer und die ganzen Getier für den einen hier gesucht. Und jetzt geht's hier erstmal wieder weiter. Nicht zu Hause. Wenn es Sabrina ist, bist du zu spät. Warte dort, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Reite zu Professor Hayden und sprich mit ihm. Immer das hier in dem Sumpf, immer dieses Hin und Her. So, da haben wir den Professor. Da bist du ja, Jugendliche. Alberta ist gestern sicher zu Hause angekommen. Sie ist ein kleiner Rabauke. Ihr war wahrscheinlich la nur langweilig. Aber sie hat mir versprochen, heute zu Hause zu bleiben und nicht mit Pamelas Bienen zu raufen. Du kannst Alberta später treffen. Sie ist nur etwas schüchtern bei neuen Leuten. Sie ist flauschig und kuschelig, ein richtiger Schmusebär, wenn du mich fragst. Ich dachte, dass du kein Interesse hättest. Aber wenn du nichts Besseres zu tun hast, könnte ich dir zeigen, wie ich arbeite. Ach, du findest, dass das spannend klingt? Jugendlich. Also Insekten von gestern sind nicht mein Job, vielmehr mein Hobby. Wie ich sicher schon erwähnt habe, arbeite ich für AAA. Und ich bin hier, um den Spiegelsumpf zu erforschen. Wie du sicher gemerkt hast, unterscheiden sich die Temperaturen in diesem Gebiet von der anderen Gebiete. Das liegt an dem heißen Wasser, welches aus der Mondquelle fließt. Warum das Wasser heiß ist? Das ist doch klar. Es liegt am alten Vulkan, der hier einst existiert hat. Das ist zumindest meine Theorie. Einige andere Dummköpfe haben andere Erklärungen dafür. Aber wenn du mich fragst, ist es der Vulkan. Nun weißt du, weshalb ich hier bin. Und jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, ein paar Wasser- und Bodenproben zu entnehmen. Aber genug vom Spiegelsumpf, der Mondquelle und dem Vulkan. Wir haben jetzt wichtige Dinge zu tun. Gut, wir sprechen nochmal mit Hayden. Nun, weißt du, weshalb ich hier bin? Und heute muss ich mich darauf konzentrieren, ein paar Wasser- und Bodenproben zu entnehmen. Ja, okay. So. Wir machen die Quest. Ich hatte einmal Spaß und das war schrecklich. Sabrina, es ist Zeit, sich auf den Boden zu konzentrieren. Wenn ich die Erde des Spiegelsumpfes testen und die nötigen Messungen durchführen will, muss ich Bodenproben sammeln. Was? Du willst das machen? Das ist kein Spaß. Das sollte kein Spaß machen. Ich hatte einmal Spaß und das war schrecklich. Was soll's? Geh und sammel Bodenproben, aber hab keinen Spaß. Heiliger Regenwurm, diese Jugendlichen. So, wir sollen aber Bodenproben sammeln. So, aber wir machen auch sofort dann die Wasserproben. Was? Du glaubst, dass ich mehr lächeln sollte? Lass mich dir was erzählen, Sabrina. Du benutzt mehr Gesichtsmuskeln, wenn du griesgrämig aussiehst, als wenn du lächelst. Was soll ich sagen? Ich bin süchtig nach Training. Aber genug davon. Wir müssen Wasserproben für meine Tests sammeln. Also du willst sie sammeln? Von mir aus. Es ist wichtig, dass die Proben alle von verschiedenen Stellen im Sumpf stammen. Gut, du verstehst. Also drei verschiedene Wasserproben will ich haben. Das sollten wir auch hinkriegen. So, wir nehmen hier als erstes die Bodenprobe. Aber dafür müssen wir wieder absteigen. So, Bodenprobe haben wir. Dann nehmen wir hier eine Wasserprobe. So, noch eine Bodenprobe. So, Bodenproben haben wir. Jetzt brauchen wir noch Wasser. Hier drüben gibt es schon mal.
So, dann laufen wir hier mal eben durch und holen uns hier die letzte Wasserprobe. Okay, da können wir nicht durch, da ist das Wasser zu tief. Also nehmen wir wieder die Brücke. So, einmal die Bodenproben. So, ich muss zugeben, das ging sehr schnell. Genug Komplimente für heute. So, nun haben wir die Boden- und Wasserproben, die wir benötigen. Dann können wir jetzt zurück zum Zelt spazieren. Heiliger Regenwurm, ich gehe nicht gerne spazieren. Nee, du, ich werde bestimmt nicht auf deinem Pferd sitzen und zurückreiten. Da laufen ich mir lieber Blasen. Aber am liebsten würde ich wie die Philosoph Jürgens leben. Er lebte in einem Fass, wusch sich nie und roch schlecht. Das ist nicht traumhaft, sondern furchtbar, aber einfach der Traum, so zu leben, absolut wunderbar. Ich arbeite dann wohl am besten an meinen Blasen. Wir sehen uns an meinem Zelt. So, wir treffen den Professor wieder an seinem Zelt. So, da ist der Professor. Du hast heute genug Komplimente von mir bekommen. Ich werde nichts mehr sagen. Oh, ist der wieder griesgrämig, hm? Okay, den Auftrag kann ich auf dem Pferd nicht annehmen, also steigen wir ab. Fängst du schon wieder damit an, dass ich mehr lächeln sollte, Sabrina? Lächeln wird überbewertet. Fast so überbewertet, wie das Leben von der Sonnenseite zu betrachten. Ich habe es einmal versucht, aber das Licht blendet mich so sehr, dass meine Augen anfingen weh zu tun. Und ich mich daraufhin im Keller verstecken musste und in 38 Tagen 1000 Füßler und Asseln studierte. Eine schreckliche Erfahrung und ich genoss jede Sekunde davon. Aber die Bodenproben. Wenn wir etwas lernen wollen, bevor wir alt und grau werden, sollten wir jetzt anfangen. Ach, du willst mir weiterhin assistieren? Ich werde dir erklären, was du mit den Bodenproben machen sollst. Befolge meinen Anweisungen. So. Okay, wir haben das gemacht, was er wollte. Interessant. Ja, aber was ist denn jetzt wieder interessant? Schnell, Sabrina, wir müssen das Ergebnis aufschreiben. Hier, nimm meinen Stift und Block und hilf mir, die Ziffern, die ich dir sage, zu notieren. So, dann schreiben wir das einfach mal auf. Das ist also das Ergebnis. Interessant. Interessantes Ergebnis der Bodenproben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Grund zum Jubeln haben, aber es ist interessant. Ich muss zugeben, dass du eine bessere Assistentin als Albra bist. Sie springt nur herum, will spielen und die ganze Zeit schmusen. Ich kann sie also nie mit aufs Feld nehmen. Aber, wir müssen auch das Wasser untersuchen. Ach so, das willst du auch? Auf geht's. Also folgen wir hier auch die Anweisungen. Rot, okay. Dann messen wir das in Tassen ab. Die 5 Tropfen hinzu. Ist das irgendwie jetzt genau das gleiche, was wir mit den Erdproben genommen haben?
Es ist irgendwie eins zu eins das Gleiche. Das war unerwartet. Schnell, Sabrina, wir müssen das Ergebnis aufschreiben. Ich muss diesen Bericht verschriftlichen. So, jetzt habe ich einen guten Bericht erstellt, der die verschiedenen Werte des Boden und Wassers zeigt. Ich muss das Ganze wiederholen, um zu sehen, wie sehr sich die Werte von Tag zu Tag unterscheiden. Du hast jetzt also fast sowas wie meine Assistentin geworden bist, musst du zurückkommen und mir helfen. Ich werde jetzt nicht emotional und dich mit Dank überschütten. Also, wir müssen den Bericht abschicken. Kannst du losreiten und das übernehmen? Gut, wir haben den Brief und wir sollen den Brief verabschicken. Das ist die falsche Richtung. Da geht's lang. So, wo ist denn jetzt hier der Briefkasten? Da ist er. So, wir haben den Brief aufgegeben. Und jetzt geht's zurück zum Professor. Das ist kein Dank oder so, nur etwas, was ich rumliegen hatte oder gekauft habe zum... Ach, nimm es einfach bitte. Also wir haben jetzt hier ein Käppi bekommen. So. Und wir machen... Na, Glassplitter können wir nicht machen. So, Ghost, wir bringen dich jetzt erstmal hier ein Stück aus der Ecke. So. So, Professor Hayden hat Glassplitter vermeiden. Heiliger Regenwurm, was willst du denn? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst deine Sumpfspaziergänge woanders machen? Siehst du nicht, dass ich hier beschäftigt bin? Du wunderst dich, wieso das Lager so chaotisch aussieht? Du hast Augen im Kopf, was? Dann solltest du ja sehen können, dass ich versuchte, die Glasscherben hier auf dem Boden zu vermeiden, was du übrigens auch tun solltest. Wenn du die Bürste vom Boden aufhebst und die Scherben aufkehrst, erfährst du vielleicht, was passiert ist. So, wir haben jetzt hier den Besen. Und wir kehren hier jetzt erstmal die ganzen Glassplitter zusammen. Was machst du? Hart, schwer und entsetzlich. Sabrina, habe ich dir denn gar nicht beigebracht? Das Leben sollte hart, schwer und entsetzlich sein. Da weiß man, dass man lebt.
kommst du hierher und kehrst die Glasscherben vom Bären auf Jugendliche. Stattdessen bist du wie ein heller Sonnenstrahl, einer, von dem man geblendet und blind wird und einem die Augen schmerzen, bevor man über einen Stein stolpert. Aber wie du schon mal hier bist, kannst du mir auch helfen aufzuräumen. Los, los, leg los, hilf mir. So, wir haben ja einmal alles aufgeräumt. Ich hoffe, dass du jetzt nicht auf einen Dank oder sowas wartest. Ich bin nicht immer schlecht gelaunt, Sabrina, aber wenn ich es bin, dann zu 100%. Großer Unterschied. Was hier im Lager passiert ist? Eigentlich nichts. Ich war dabei, im Spiegelkakerlaken zu studieren, als Bertha plötzlich aufsprang und das Glas, in dem sie waren, umgeworfen hat. Es zerbrach daraufhin und meine kleinen sechsbeinigen Freunde liefen in alle Richtungen davon. Ich habe dann versucht, mein kleines Zuckerstück zu verscheuchen, aber sie hat darauf versucht, die Spiegelkakerlaken für mich einzufangen. Ich schrie, dass sie aufhören solle, aber dann, naja, wurde sie sauer. Sie hat die restlichen Gläser umgeworfen und lief davon. Sie kommt aber sicher bald wieder. Ich schlafe wohl im Kühlen und im Regen, da das Zelt nicht mehr steht. Hoffen wir, dass es regnet. Wenn ich schon kein Zelt habe, in dem ich schlafen kann, dann kann ich immerhin versuchen, wie Dionysos zu leben. Du willst das Zelt Alberta zuliebe wieder aufstellen? Hm, okay. Du weißt, wie man ein Zelt baut, oder? Hm, Jugendliche. Worauf wartest du noch? Baue das Zelt wieder auf. Los, los. So, das Zelt sieht doch jetzt hier wieder ganz schick aus. Hm, dankbar für was? Dass du das Zelt aufgestellt hast? So, ich nenne das Leben. Du findest, dass ich immer schlecht gelaunt bin? Ja, was soll ich sagen? Viele Leute sagen, dass man, wenn man keine anderen Menschen, Lachen oder Sonnenschein mag, garantiert sei. Ich nenne das Leben. So wie wenn Leute sagen, dass man sich etwas wünschen soll, wenn man eine Sternschnuppe sieht. Wenn du sie am Himmel siehst, ist der Stern schon seit Millionen von Jahren tot und wünschen eh nur in Enttäuschung. So, hier gibt's hier nichts mehr für mich zu tun, es sei denn, du willst mit mir und Alberta essen. Dann zünde das Feuer an, okay? Oder wie glaubst du, können wir das Essen kochen? So, wir sollen das Feuerzeug benutzen. So, Feuer hat er jetzt auch. Ich nenne das Leben. Ich frage mich, wo Alberta steckt. Sie ist bestimmt hungrig. Sie ist etwas nachtragend, okay. Alberta, Prinzessin, Zeit zum Essen. Wo ist das kleine Zuckerstück nur hin? Wir müssen mit dem Essen warten und erst Alberta finden. Sie sollte nicht weit gekommen sein. Sie bleibt normalerweise in der Nähe. Sie ist wahrscheinlich nur ein wenig verwirrt und sitzt irgendwo auf einem Baum. Hm. Du müsstest mir wohl bei der Suche helfen, wenn dir das nichts ausmacht. Du könntest zum Mond-Sicheldorf reiten und dort nach Alberta suchen. Es würde mich nicht wundern, wenn sie dort vor der Tür sitzt und schmollt. Worauf wartest du? Ich gebe dir sicher keine Umarmung zum Abschied. Wenn du eine Umarmung willst, such dir einen Kaktus. Los, los. Auf ins Mond-Sicheldorf, Alberta suchen. Na gut, dann machen wir das. Also sie ist nicht hier. Aber die nette Nachbarin hat sie bestimmt gesehen. So, Pamela. Sabrina, was für ein Glück, dass du da bist.
Entschuldige, was? Du suchst nach Alberta? Ja, du hast sie verpasst, weißt du? In was für einer Verfassung sie war? Ich sah sie im Garten und sagte ihr, dass sie nicht bei den Bienen spielen soll. Aber glaubst du, dass sie auf mich gehört hat? Es wird Zeit, dass Hayden die werte Dame richtig erzieht. Dieses Mal ist sie zu weit gegangen. Hast du das ganze Chaos hier gesehen? Die Bienen sind so sauer, dass ich nicht weiß, ob ich mich mit in ihre Nähe trauen sollte, um sie mit Zuckerwasser zu beruhigen. Du willst es versuchen? Puh, danke. Hier nimm das Zuckerwasser und verteile es im Garten. Sei aber vorsichtig. Wenn sie so wütend sind, greifen sie alles in ihrer Umgebung an, was Beine hat. Oh Mann, das könnte jetzt echt gefährlich werden. Ich habe doch das Zuckerwasser dahingestellt. Blöde Bienen. Sowas aber auch. Also da uns haben die Bienen immer ein paar Mal versucht zu stechen. Oh nein, das war nicht so gut. Das Zuckerwasser scheint die Bienen nicht beruhigt zu haben. Sie sind jetzt noch wütender. Okay, die Bienen hetzen die ganzen Dorfbewohner. Was machen wir jetzt? Sabrina, wir müssen etwas unternehmen, bevor hier jemand im Dorf noch Ellen das Zaff verlässt wird. Gute Idee, Sabrina. Professor Hayden ist der Einzige, der uns helfen kann. Reite in den Spiegelsumpf und sag ihm, dass er uns helfen soll. Jetzt. Also es sieht schon ein bisschen lustig aus, wie sie hier alle vor den Bienen davonlaufen. So, dann holen wir mal den Professor. Alberta, Zuckerstück, wo bist du? Sabrina, hast du Alberta gefunden? Es war einmal. Okay, der Auftrag kann man mal wieder nicht vom Pferd aufnehmen. Ach so, Palmillas Bienen sind so verärgert. Sabrina, lass mich dir eine kurze Geschichte erzählen, wo du mir deine erzählt hast. Es gab einmal einen Professor, der war das wichtigere Dinge zu tun hatte, als mit einer Reihe wütender Bienen in einem Dorf zu beschäftigen, in welchem er sich nicht einmal oft aufhielt. Besonders nachdem sein einziges Familienmitglied verschwand. Mit anderen Worten, es ist mir egal. Alberta, Prinzessin, Zuckerstück, wo bist du? Was? Pimmelias Bienen sind so sauer, weil Alberta sie erschreckt hat? Kompletter Unsinn. Ich habe Alberta bereits gesagt, dass sie das nicht tun soll. Sie würde keiner Fliege etwas zulute tun, oder? Ja, ich helfe, nicht wegen Pamela oder dir, sondern wegen der süßen kleinen Bienen. Ich kann nicht mit ansehen, wenn sie sich stressen. Meine Nektarmischung sollte sie beruhigen. Nichts im Leben ist umsonst. Du solltest lernen, dass man, wenn man etwas im Leben haben möchte, es selber erledigen muss. Du kannst die Mischung nun zubereiten. Stell dich an den Tisch und folge meinen Anweisungen. Na gut, dann machen wir das. Dann packen wir die da rein.
So, haben wir alles gemacht? Ah, du hast die Nektarmischung letztendlich also doch noch zusammenmischen können. Das war fast, naja, gut. Damit wird es wohl gehen. Sprichst du noch immer mit den verärgerten Bienen? Ich habe schon vor einer Weile aufgehört zuzuhören. Denk jetzt nicht, dass ich dich irgendwie mag oder so, aber weil du es bist, helfe ich dir beim nächsten Schritt. Du hast die Nektarmischung, ja? Dann solltest du sie jetzt ins Zuckerwasser gießen. Aber sei vorsichtig, andernfalls gerinnt es und wird zu einer übel riechenden Pampe. Klicke, wenn der Pfeil im hervorgehobenen Bereich ist, um vorsichtig den Nektarmischung in das Zuckerwasser zu gießen. Wir haben das alles hinzugefügt. So, jetzt hast du deine Zuckermischung. Los, los. So, das hätten wir geschafft. Damit kannst du jetzt zurück zum Pamela. Ich kann dir versichern, dass das ihre aufgebrachten Bienen beruhigen wird. Und sie glaubt, dass Alberta verhätschelt ist. Worauf wartest du? Los, fort mit dir. Warst du nicht in Eile? Los, los. So, wir haben ja jetzt hier diese Zuckermischung. Dann geht's jetzt ins Dorf. Wenn Ghosty sich jetzt hier mal vorwärts bewegt. So, wir sehen ja hier die ganzen Bienen, wie sie die Leute jagen. Sabrina, du kommst genau richtig. Die Bienen spielen im Dorf völlig verrückt. Wir müssen etwas tun. Jetzt. Konnte Hayden uns helfen? Wie du sehen kannst, spielen die Bienen verrückt. Oh, Alberta, wenn ich sie in die Finger kriege, bringe ich ihr erstmal die eine oder andere Sache bei. Ich habe ihr unzählige Male gesagt, dass sie meine Bienen nicht verärgern soll. Du hast recht, Sabrina. Ich habe keine Zeit, mich um Alberta zu kümmern. Nicht eben bei diesem Chaos. Was? Du hast die Zuckermischung, die die Bienen beruhigen soll. Aber wie sollen wir sie ihnen geben? Was für eine schlaue Idee, Sabrina. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass man sie in eine Sprühflasche füllen kann. Bist du sicher, dass du es riskieren möchtest, sie damit zu beruhigen? Danke. Nimm die Sprühflasche und sprüh die Bienen ein. Hoffentlich klappt es und sie beruhigen sich. So, wir gucken mal, dass wir den Leuten hier mal ein bisschen helfen. So, wo haben wir denn noch ein paar? Hier flüchtet noch einer. Die auch noch. So. Damit haben wir erstmal alle beruhigt. Puh, das war wirklich knapp. Aber jetzt sind alle Bienen wieder im Garten und summen fröhlich um ihre Bienenstöcke herum. Danke für die Hilfe, Sabrina. Vielleicht kann man jetzt endlich etwas Ruhe und Frieden haben. Tut mir leid, Sabrina. Ich weiß nicht, wo Alberta hin ist. Oh, hast du das gehört? So lange hat der Frieden gehalten. Klingt so, als ob Kelly wieder am Start ist. Sabrina, könntest du vielleicht rüberreiten und sehen, wie es bei Kelly läuft oder sie zumindest fragen, ob sie sich ein wenig beruhigen kann. Ob das gefährlich ist? Ich kann dir versprechen, bei Kelly ist alles immer sehr chaotisch, gefährlich und chaotisch.
Danke, dass du mal nach ihr schaust. So, da ist Kelly und sie weint. Aber warum denn? Weißt du, wie knapp das war? Ich konnte gerade so entwischen. Du willst wissen, was passiert ist? Diese Alberta, sie ist passiert. Ich war gerade dabei, sie zu streicheln, Schnief, und auf einmal tauchen aus dem Nichts ihre Fangzähne auf. Ich konnte ihnen nur mit Mühe und Not entkommen. Wo sie jetzt ist? Ich wurde fast zu Tode gebissen. Und du willst wissen, wo der Haarbeil hingelaufen ist? Wenn du es unbedingt wissen musst, sie ist hinter das Haus gelaufen, wo Herr Pech normalerweise ist. So, hier sind wir hinterm Haus. Hier ist Herr Pech. Und da ist Alberta. Sie ist eine Spinne. Das muss Alberta sein. Ja. Alberta wird etwas nervös. Du kannst keine Fangzähne entdecken, wo sie, wie Kelly gesagt hat. Vielleicht solltest du sie nehmen und zurück zu Professor Hayden bringen. Alberta präsentiert ihre großen Fangzähne. Du kannst in letzter Sekunde entkommen. Boah, die Spinne hätte uns gebissen. Schon zurück? Hast du den kleinen Nichtsnutz Alberta gefunden? Was? Du sagst also, dass Alberta versucht hat, dich zu beißen? Du machst Witze, Sabrina. Also naja, natürlich glaube ich dir. Versteh mich nicht falsch, auch wenn ich sie nicht sonderlich mag, hätte ich niemals gedacht, dass sie jemanden beißen würde. Alberta war schon immer frech und ist immer nur auf Unsinn aus. Sie ist alles aber doch nicht aggressiv. Du willst den Rest der Zuckermischung haben, sagst du? Klar. Was brauchst du dafür? Was für eine tolle Idee. Wenn die Bienen beruhigen konnte, dann kann vielleicht auch Alberta damit beruhigt werden. Du kannst es zumindest versuchen, ihr etwas davon zu geben. Mal sehen, was passiert. So, dann sprühen wir diese Spinne da auch mal mit an. Wo ist Alberta jetzt? Sie war genau hier. Alberta muss davongelaufen sein und sich versteckt haben, nachdem du zu Pamela gegangen bist. Aber du hast das Gefühl, dass sie nicht weit gekommen sein kann. Du hast ein seltsames Gefühl. Am besten findest du sie schnell, du kannst. Jetzt suchen wir eine Spinne. Sie auch nicht. Nee. Wo ist die Spinne nur hin?
ist sie denn nur Handyspinne? Die hätte uns beinahe wieder gebissen. Du siehst, wie Alberta an der Nektarmischung leckt. Zusammen kehrt ihr zu der Stelle zurück, an der du sie zuerst gesehen hast. Vielleicht kannst du sie bald schon nach Hause bringen. Alberta scheint sich beruhigt zu haben. Sie schaut dich mit großen gelben Augen an und du hast das Gefühl, dass sie jetzt nur noch nach Hause möchte. Du solltest sie auf den Rücken von Midnight Ghost setzen und sie nach Hause zu Professor Hayden bringen. Dann bringen wir sie mal zu Hayden. Alberta, mein kleines Zuckerstück. Wo hast du nur gesteckt, kleine Prinzessin? Mein Zuckerstück, wo bist du nur hin? Nanu, aber Alberta, ich bin es doch. Warum zischst du mich so an? Ist dir vielleicht kalt, mein Zuckerstückchen? Natürlich soll dir nicht kalt sein. Ruhig, ganz ruhig, Zuckerstück. Ich hole dir eine Decke, mein kleines Prinzesschen. Ich hole die Decke, bleib ruhig. Du willst die Decke holen, Sabrina? Sie liegt in meinem Rucksack bei meinem Zelt. So. Hier hast du sie, meine kleine Prinzessin. Deine Lieblingsdecke. Ruhig, ruhig. Ich leg sie dir um. Au, aber Alberta, was machst du? Ich dachte, du willst deine Decke. Oder bist du durstig oder hungrig? Oder was sagst du, Sabrina? Mit Alberta soll etwas nicht in Ordnung sein? Nur weil sie keine Decke will, heißt das nicht, dass etwas nicht mit ihr stimmt. Würdest du bei dieser Hitze eine Decke wollen? Eben. Zuckerstück, hab keine Angst. Ich wollte nicht laut werden. Du brauchst keine Decke, wenn du keine möchtest. Willst du etwas essen? Vielleicht kann ich dir einen schönen Tee machen. Oder wir schauen uns zusammen Frösche an. Willst du nach Fröschen suchen? Mit Alberta ist alles in Ordnung, Sabrina. Wenn du so etwas sagst, kannst du auch gleich gehen. Ich und Alberta gehen auf Forschungssuche. Du kannst es kaum abwarten, was? Am besten kommst du morgen wieder, um sicherzugehen, dass alles okay ist mit Alberta und Professor Hayden. So, wir haben hier jetzt ja heute ordentlich was erlebt mit den Bienen, die los gewesen sind, und der Alberta, die uns versucht hat, mehrmals zu beißen. Ich würde sagen, genau wie Professor Hayden, wir sehen uns dann morgen wieder und ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend.